Zwei Freunde, Alexander und Stefan und eine Idee. Die beiden wollen einen elektrisch angetriebenen Mini-Hubschrauber bauen. Und zwar für Menschen. Im Endeffekt sieht es eigentlich ein bisschen aus wie der Baron Münchhausen auf der fliegenden Kugel. Fünf Jahre später. Ein Sportflugplatz bei Bruchsal. Alexander wagt selbst den ersten Flug mit einem sogenannten Volocopter. Ich würde sagen, es ist sogar einfacher als Autofahren. Seither versuchen die zwei, die Welt von ihrer Erfindung zu überzeugen. Zum Beispiel in Stuttgart. Auf dem Airport von Helsinki. Und in der arabischen Metropole Dubai. Da gibt ja auch viel Skepsis und das wird man alles genau prüfen. Aber erstmal toll, dass wir sowas in Baden-Württemberg haben. Und nicht nur im Silicon Valley oder in China. Da sind wir mächtig stolz drauf, dass wir so Pioniere haben. Alexander Zosel und Stefan Wolf. Zwei Jugendfreunde, die unbeirrbar ihren Weg gehen. Ihre Vision? Volocopter sollen wie Taxis in den Großstädten herumfliegen. Klingt verrückt? Ist es vielleicht auch. Zwei Bruchsaler, die sich aufmachen, die Menschheit zu beglücken. Schon morgen geht's nach Singapur. Oktober 2019. Die Millionenstadt mit viel Verkehr. Ideal für die Volocopter-Lufttaxis. Alexander Zosel und seine Frau Sita sind gespannt. Hier soll der Volocopter heute starten. Politiker und VIPs aus aller Welt haben sich angekündigt. Die Kunden von morgen? Es sind wirklich sehr, sehr wichtige Leute da. Und da ist natürlich alles sehr zeitlich streng durchgetaktet. Da schauen wir mal, ob es genau klappt, ob in der Uhrzeit, wo der Flug geplant ist und alle VIPs dann dastehen und auf den Volocopter warten, ob dann auch das Wetter hält. Also das Einzige, was heute so ein bisschen oder einem das ein bisschen nervös werden lässt, ob das Wetter passt. Ja. Alexander Zosel und seine Frau sind die Ersten am Platz. In einer Parkgarage geht es um die letzten Feinheiten. Meeting mit der eigenen Geschäftsführung. Florian Reuter beantwortet die letzten Fragen. Ich habe auch einen Anzug dabei. Sind wir drin oder draußen? Drinnen, im Lavos, im Marina Bay Sands. Aus ganz Asien haben sich Journalisten angekündigt, um die Flugpioniere aus Bruchsal zu sehen. Die Meeresbucht von Singapur. Dort, wo sonst auch Formel-1-Rennen stattfinden, hat Volocopter einen Landeplatz für Flugtaxis gebaut. Der Blick in die Zukunft lockt Journalisten aus aller Welt an. Der Interviewpartner des Tages, Alexander Zosel, bei brütender Hitze. Ja. Hat irgendjemand ein Taschentuch? Hat jemand ein Taschentuch? Hier wollte Tischchen zu bringen. Meine persönliche Assistentin in Form meiner Ehefrau hat mir gerade Taschentücher gebracht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das hilft nichts, weil in 10 Sekunden bin ich wieder nach. Noch ist der Volocopter nur ein Modell. Kein funktionierender Landeplatz mit Check-in. Aber ein Eindruck, wie die Zukunft des Lufttaxiverkehrs aussehen könnte. Entworfen hat ihn Alexander Zosel mit seinem Team. Darunter alte Freunde. Na, ich kenne den Alex jetzt schon über 35 Jahre. Und der Alex ist auf jeden Fall ein Visionär. Es ist vielleicht weniger ein Stratege als jemand, der die Dinge aus dem Bauch entscheidet. Den Stefan Wolf würde ich als jemand beschreiben, der nicht so die Öffentlichkeit sucht, auch wie der Alex. Ich denke, daher ist es auch eine in der Zeit des Aufbaus eine kongeniale Ergänzung. Und der Stefan ist aus meiner Sicht ein ganz cleverer, bedachter Ingenieur. Regenzeit in Singapur. Alex Zosel sorgt sich. Doch erstmal ein Rückblick nach Karlsruhe. Da, wo alles begann. Hallo. Hallo. Ich hätte gerne einen kleinen Milchkaffee, bitte. Ja, sehr gerne.
Ein Szene-Café in Karlsruhe. Ich hätte gerne eine große Latte Macchiato. Ja, gerne. Dann so ein Laumeck mit Lioma. Hier haben sich die beiden immer getroffen. Damals, am Anfang, als sie noch nichts hatten als eine Idee. Kein Büro, keine Firma und keine Geldgeber. Und wer hatte als erster die Idee, einen elektrisch betriebenen Hubschrauber zu bauen? Alex oder Stefan? Wir versuchen immer die Erinnerung. Die Erinnerung ist immer sehr lustig. Weil ja. Ich habe die Erinnerung, dass er so war es nie. Ja. Ich habe mich immer erinnert, er hat mir eine E-Mail geschickt, ich hätte was mit Fliegen zu tun und ich hätte schon was weiß ich was alles Mögliche gemacht und ich hätte eine Idee, was mit Fliegen und so zu tun, ob es mich interessieren würde, mal treffen. Und du meinst, es wäre keine E-Mail gewesen, du hättest mich angerufen. Ja. Genau. Also, glaub, so. Also wir sind uns nicht immer einig. Ich hatte mich schon länger fasziniert für diese kleinen Modell-Multikopter und dann dachte ich immer, na gut, aber es wäre naheliegend, die auch mal in groß zu bauen. Ich glaube, diese naheliegende Idee haben viele gehabt. Die haben alle nur so geträumt oder so Späße darüber gemacht oder so, aber so richtig ernst hat das niemand genommen. Er war mal wieder natürlich ein bisschen anders, ja. Wie er das so erzählt. Okay. Die Meinung auch von fast allen im Forum war, das ist technisch noch nicht möglich, einen Menschen hochzuheben. Also es geht darum, dass wenn man halt mehr Batterie braucht, um jemanden abzuheben, dann wird es wieder schwer und dann hebt es wieder nicht ab. Also das ist immer so das Problem. Also das war einfach vielleicht glückliche Fügung, wie soll man das ausdrücken? Also wir haben halt so unterschiedliche Interessen und Gebiete, in denen wir uns auskennen. Und wir kannten uns halt auch persönlich schon länger. Also ich hätte niemals so ein Produkt irgendwie platzieren können oder Partner suchen können und so weiter. Also jedenfalls niemals so gut, wie der Alex es kann. Auf Dauer war das Café als Firmenzentrale nun doch nicht optimal. Alexander Zosel und Stefan Wolf machen sich damals auf die Suche nach einem eigenen Büro und nach Partnern. Wir haben immer uns anhören können, also wenn ihr Luftfahrt studiert hättet oder aus dem Luftfahrtbetrieb kämet oder von Airbus, ihr würdet sowas nie anfangen. Der Ort, an dem sie jahrelang an Antrieben, Propellern und Schaltkreisen getüftelt haben. Außer ihnen hatte noch niemand jemals einen solchen Elektrohubschrauber gebaut. Und da war unsere Besprechung. 7 Jahre zuvor. Das Gelenk hier, ja, hat mir schon der Elektroniker gesagt, das wird eine schwierige Nummer. Damals noch mit dabei, Erfinder und Mitentwickler Thomas Senkel. Gemeinsam haben sie den ersten Elektrohubschrauber entwickelt, damals noch mit offenem Ergebnis. Natürlich sind wir uns nicht einig, sonst wäre es ja kein Prozess, aber wir werden uns immer einig. Auf jeden Fall kommt am Ende immer irgendwas raus, was eine gute Lösung darstellt. Also bisher war es immer so, Gott sei Dank. Monatelang haben sie an ihrem neuen Fluggerät getüftelt. Um jedes einzelne Gramm wird hart gerungen. Nur ein kleiner Schubs in die Luft für Thomas Senkel, aber das reicht, um Fluggeschichte zu schreiben. Der weltweit erste bemannte Elektroheli im Akkubetrieb. Also der erste Flug war auf jeden Fall sehr aufregend. Es ist schon ja, was ganz Neues gewesen. Also wir haben zwar vorher schon ein paar Tests gemacht, sind also unbemannt geflogen, haben also auch Tests gemacht mit Gewicht. Also ich wusste, wie sich das ferngesteuert anfühlt, mit 75 Kilogramm zu fliegen. Aber selber drin zu sitzen, ist dann doch mal eine andere Nummer noch. Ja, es fliegt, dachte sich Alexander Zosel. Aber auf Gymnastikbällen will doch keiner fliegen. Eine Segelflugzeugfirma in der Nachbarschaft kommt zur Hilfe. Auf der Suche nach einem möglichst coolen Design. Es war sehr wichtig, dass es eigentlich aussieht wie ein Hubschrauber, dass es fliegt wie ein Hubschrauber. Also die Kufen, die Kanzel, klar, die Rotor im 18 Rotoren ist das Skurrile. Also ein Design ist nichts, was einem über Nacht einfällt, wie einem Künstler, der irgendwie, keine Ahnung, hat die Eingabe und ich mal jetzt sonst was, sondern es ist so, dass man wirklich technische Vorgaben hat. Also in dem Fall war das eben leise, sicher. Natürlich war da auch noch ein bisschen die Idee dahinter, ein hippes oder ein tolles Design zu entwickeln. Und ich habe mich von der Designsprache so ein bisschen an Apple orientiert. Also sollte so ein bisschen der Apple der Lüfte werden, vom Design her. Rückblende. Mit einer Skizze ist es nicht getan. Immer wieder heißt es, erst mal am Computer simulieren. Ein 3D-Miniaturmodell drucken. Und dann wieder zurück in die Werkstatt.
Formen bauen, laminieren, schrauben, auf Festigkeit prüfen. Und nochmal prüfen. Und nochmal prüfen. Und dann den Rettungsfallschirm testen. 3, 2, 1. In 2014 wagen Alexander und Stefan den Gang an die Öffentlichkeit auf der Aero-Flugzeugmesse in Friedrichshafen. Ich glaube, er muss etwas höher, Stefan, in der Mitte, unten ein klein bisschen hochlüpfen. Präsentieren gehört mit zum Geschäft. Aber irgendwann muss man dann doch wieder raus aus der Halle auf die grüne Wiese. Zeigen, dass das, was sie sich ausgedacht und konstruiert haben, auch wirklich fliegt. Diesmal ist es Alexander Zosel selbst, der den Schritt wagt und sich in den Elektrohubschrauber setzt. Von der technischen Seite her, vom Können des Pilotes, hätte das jeder machen können, weil es ist ganz einfach, mit dem Joystick zu fliegen. Daumen hoch, Starter da, vor, links, rechts, zurück, drehen mit der Hand. Egal, was ich mit der Hand mache, genau das Gerät macht das Gleiche. Aber ich habe ja auch hart darauf hingearbeitet. Der Start, die Belohnung für jahrelange Tüftelei. Alexander Zosel, ein echter Pionier. Ich habe ja dann auch die Hand losgelassen vom Joystick und habe dann meinem Team applaudiert nach unten. Und das war eigentlich vorher nicht geplant, sondern genau der Flugweg war geplant, aber nicht, was jetzt da emotional passiert. Und in dem Moment, wo ich dann die Hände weg habe und dem applaudiere, ich denke, ja, den Menschen da unten möchte ich eigentlich auch danken, das möglich gemacht zu haben. Und nach der Landung haben wir ja gefeiert. Und der Flug mit dem Volocopter, das war sowas von stabil. Ich hab danach gleich gedacht, das war eigentlich wie wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und guckst dann irgendwie, was weiß ich, runter und da wäre jetzt irgendwie 20, 30 Meter erster Boden. Heute haben Zosel und Wolf eine richtig schicke Firma mit über 100 Mitarbeitern. Hi, Frederik. Hi, Alex. Bleibt die Frage, wie haben Sie das Geld aufgetrieben für eine so verrückte Idee wie einen Volocopter? Fest steht, die Gründer sind selbst nicht die Ärmsten. Dennoch, die Banken winkten ab. Zu risikoreich. Also das Leitwerk hier hinten, das erzeugt ein bisschen extra Auftrieb. Da hat Zosel eine Idee. Crowdfunding. Ein Aufruf im Internet, sich mit größeren oder kleineren Beträgen an dem Projekt zu beteiligen. Wir haben ja 1,2 Millionen innerhalb sehr kurzer Zeit eingesammelt. Das war also eigentlich Rekord im Crowdfunding in der Geschwindigkeit. So schnell hat, also in 2,5 Tagen hat noch niemand so viel eingenommen bei Crowdfunding und auch die Millionen hatte noch niemand, also in der Höhe und in der Schnelle. Aber uns hat es halt auch gezeigt, dass es die Leute interessiert, dass es emotional wirklich ist und die Leute sagen, daran glauben wir, da wollen wir dran teilhaben. Und es hat uns gesagt, okay, es scheint wohl so, dass die Welt das möchte, was wir da tun. Dann ist Daimler eingestiegen bei uns. Und dann ging das Wachstum rasant vorwärts. Also wir sind dann innerhalb von einem Jahr von ungefähr 7, 8 Mitarbeitern auf ja, inzwischen knapp 100 angewachsen. 60 Volt, jetzt 13 Volt. Daimler ist von nun an mit einem zweistelligen Millionenbetrag dabei. Es folgen der chinesische Autohersteller Geely und andere Hightech-Größen. Sie alle wollen die Entwicklung nicht verpassen, auch wenn Zosel und Wolf noch keinen einzigen Volocopter verkauft haben. Stattdessen Büroarbeit, Verträge, Rechnungen, Berichte für die Investoren. Dabei ist Stefan Wolf eigentlich ein echter Teamworker. Früher konnten wir beim Mittagessen mal schnell so alles besprechen. Ja, jeder wusste Bescheid über alles sozusagen. Und heute wird der Aufwand einfach größer, die Leute informiert zu halten, auch die ganze Information einfach zu verbreiten, auszutauschen. Und vielleicht jetzt nochmal nach rechts, dann sieht man vielleicht nochmal einen schönen Blick. Virtuell fliegen sie mit ihren Volocoptern schon durch New York. Doch das ist kein Computerspiel hier, sondern harte Arbeit. Die Steuerung muss optimiert werden. Es gibt immer wieder sehr viele Begebenheiten, wo wir wahnsinnig uns im Höhenflug finden. Wir haben sehr viel Zuspruch, wir sind in sehr großem Interesse weltweit. Aber
immer mal wieder kommen wir auch an also ich speziell an Situationen, wo ich so denke, na gut, jetzt haben wir hier echt eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, und das ist richtig Arbeit. Also ich meine, das ist jetzt nicht mal so ein bisschen, sondern da muss man mal richtig Geld, Aufwand, Leute finden und auch, sagen wir mal, Gehirnschmalz investieren. Das ist teilweise schon extrem anstrengend und auch speziell für mich jetzt. Ich bin ja eher Techniker. Wir mussten eine Firma aufbauen. Das ist natürlich auch mit vielen Herausforderungen verbunden, die speziell mich auch schon ziemlich gestresst haben mit der Zeit, muss ich schon sagen. Und wie läuft's mit dem Testflug in Singapur? Regen. Die Flugsicherung ist knallhart und erteilt Flugverbot. Presseleute, Politiker und VIPs müssen warten. Der arme Kerl ist so nass. Vom schlechten Wetter aber lässt sich Alexander Zosel nicht aufhalten. Bei mir ist es eher, dass ich so an die Vision oder das, was wir machen, was so in der Zukunft liegt, und sei es nur in einem oder in zwei Jahren, dass ich da einfach ein unbändiges Glauben dran habe, dass es so kommen wird. Also ich glaube da einfach dran. Fällt jetzt alles ins Wasser? Oder hat der Himmel ein Einsehen? Die Regenzeit im tropischen Singapur bestimmt den Zeitplan. Inzwischen geht's schon mal weiter im Programm. Solange das Wetter hält. Doch erstmal zurück nach Bruchsal. Hier schrauben sie schon am nächsten Projekt. Alles streng geheim. Die Angst vor Spionage ist groß. Sie bauen eine überdimensionale Lastentonne in Zusammenarbeit mit einem großen Landmaschinenhersteller. Das ist eigentlich so der Unimog der Lüfte, ein Flugsystem, an dem man alle möglichen Lasten anhängen kann oder auch Instrumente, zum Beispiel für Bodenschätze zum Suchen, für Messungen. Es gibt ganz, ganz viele Anwendungsfälle, um einfach mit dieser Technologie auch in Zukunft neue Geschäftsfelder aufzutun. Mittlerweile zieht die Bruchsaler Firma Spezialisten aus der ganzen Welt an. Ich habe 20, 25 Jahre Erfahrung in der Flugzeugbaubranche. Und bei Airbus habe ich gekündigt, weil ich glaube, hier ist die Zukunft der Luftfahrt. Sein Know-how kommt den beiden Quereinsteigern Zosel und Wolf gerade recht. Ich glaube, der Alex und ich, wir sind sehr bewusst da reingegangen und haben gesagt, hier sind Dinge, die können andere besser. Wir müssen dann auch loslassen sozusagen. Also wir müssen übergeben können, wir müssen auch mal zugestehen, dass da Fehler passieren. Das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen und uns wieder in die Nischen zurückgezogen, wo wir eigentlich sozusagen unsere Fähigkeiten haben. Da sind wir ganz glücklich mit. Nicht nur Singapur hat Interesse, sondern auch Dubai in den Arabischen Emiraten. Der Scheich von Dubai will das unbekannte Flugobjekt aus Baden kennenlernen. Bilder des Staatsfernsehens. Der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Was für eine Kulisse für Volocopter. Unser Businessmodell zielt gar nicht darauf ab, Volocopter zu verkaufen, sondern unser Businessmodell sagt, wir wollen wirklich öffentlicher Nahverkehr in die Megacities bringen. Wir wollen wirklich nur in die Innenstadt erstmal, weil wir wissen, da braucht man nicht die großen Reichweiten. Größere Reichweiten sind mit den heutigen Akkus noch nicht zu erfliegen. Wir wissen, mit den Akkus, die wir heute haben, können wir in den Städten wirklich tolle Missionen schon erfüllen. Und wir können ein Gerät bauen, das so leicht ist, dass es in der Innenstadt auch akzeptiert ist. Zumindest die Herrscherfamilie von Dubai scheint zufrieden. Und Alexander Zosel, der schwarz gekleidete ganz links im Bild, offenbar auch. Immer noch ein großes Problem für die Flugpioniere: Flugsicherung. Testlauf am International Airport in Helsinki. Lässt sich der Bruchsaler Elektroheli in den regulären Betrieb von Passagierflughäfen einbinden? Treffen mit Flugsicherungsprofis. Unter welchen Bedingungen bekommt der Volocopter Starterlaubnis? Alexander Zosel ist angespannt. Hier entscheidet sich für ihn aufs Neue, ob sein Traum vom Fliegen überhaupt eine Zukunft hat. In flight, as well as on the ground. So
Der Technikchef von Volocopter, Jan-Hendrik Bohlens, erklärt das Sicherheitskonzept und gibt sein Bestes. Und dann geht's wieder raus aus der virtuellen Welt. Diesmal nicht im heimischen Bruchsaal, sondern auf dem Helsinki International Airport. Ein voller Bus mit großem Presseaufgebot fährt auf das Flugfeld. Ja, das ist eigentlich ein Abschluss von einem ganz langen Projekt, wo wir wirklich viele Testflüge auch gemacht haben. Und das ist so der finale Akt mit dem letzten Flug hier am Flughafen. Und das ist schon toll. Kurz vor dem Start. Die Diskussion über die Volocopter-Sicherheitstechnik und Flugregeln geht weiter bis zur letzten Minute. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir die Sicherheit von den Flügen gewährleisten können. Das ist immer unsere oberste Priorität. Das ist jetzt für uns der Abschluss von einem längeren Projekt, an dem wir beteiligt waren, in dem wir zeigen, dass es möglich ist, einen Volocopter zu integrieren in so einem internationalen Flughafen. Also dass wir hier mit den herkömmlichen Flugzeugen gut integrieren im gleichen Luftraum. Diesmal fliegt Alexander Zosel nicht selbst. Stattdessen ein Schweizer Testpilot. Das Bruchsaler Team ist erleichtert. Ein weiterer wichtiger Schritt ist gemacht. Ein bisschen für die Mitarbeiter auch mal Emotionen. Ja. Glückwunsch, danke ans gesamte Team. Ortus und Co. Thanks a lot. Diesmal ist der Schweizer Testpilot Damian Ischier der gefragte Mann bei den Journalisten. Fernsehteams machen Beiträge. Wie steuert man das? Für mich als Testpilot ist das natürlich ganz etwas Spezielles. Und auch hier auf so einem Flugplatz zum ersten Mal so in der Öffentlichkeit so zu fliegen, also das ist schon ein schönes Gefühl. Also es ist nicht ein Hubschrauber, es ist auch nicht ein Flugzeug. Deswegen ist das gar nicht vergleichbar mit irgendetwas, das es schon gab. Das ist eine völlig neue Ära in der Luftfahrtgeschichte. Auch Alexander Zosel ist glücklich. Bitte. Gratulation. Für Volocopter ist Helsinki ein Meilenstein auf dem Weg zum kommerziellen Flugbetrieb. Es ging jetzt nicht um einfach nur Fliegen. Wir fliegen ja fast jeden Tag Testfliegen. Das ist für uns jetzt nichts Neues. Aber so diese Integration der neuen digitalen Infrastruktur, die da kommen muss, mit der alten Infrastruktur von diesen Lotsensystemen der Airliners. Und das ist natürlich echt toll. Die Mission ist erfüllt. Alexander Zosel rundum zufrieden und die Flugsicherung auch. Es folgt der Check im Hangar. Hat der Volocopter alles gut überstanden? Alles gut, wir hatten keine Komplikationen. Aber genauere Analyse kann man erst machen, wenn man die Daten auf dem Rechner hat und sie dann auswertet. Dann kann man genau sagen, ob alles gepasst hat. Jetzt heißt es warten. Warten auf die Zulassung der Behörden. Und das kann dauern. Nun geht's erstmal zurück nach Stuttgart per LKW. Vor der Daimler-Zentrale. Noch immer fehlt die Zulassung als Flugtaxi. Die Bruchsaler suchen den Schulterschluss mit Politik und Wirtschaft. Von Daimler-Chef Kelenius und Winfried Kretschmann, dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten, versprechen sie sich Unterstützung. Und auch die Öffentlichkeit darf mal im Volocopter Probe sitzen. Allerdings in einem Lufttaxi ohne technische Ausrüstung. Zu sehr fürchten sie Industriespionage. Und die Konkurrenz. Die künftigen Lufttaxi-Kunden sind begeistert. Jedenfalls fast alle. Es hat mich fasziniert, das ganze Fluggerät an sich, leise, das Fortbewegungsmittel der Zukunft meiner Ansicht nach.
ich kenne mich ein bisschen aus, also ich weiß, was da alles geht, um das abzusichern und ich vertraue da eigentlich der Technik. Die Verkehrsdichte in Stuttgart wird immer mehr und das ist eine ganz tolle Alternative dafür. Und würdest du mit sowas fliegen? Nicht so gerne. Warum nicht? Weil ich ein bisschen Höhenangst habe. Lange, sehr lange hat es gedauert, bis der Volocopter in Stuttgart fliegen durfte. Und selbst dann nur über einem Fußballfeld und unbemannt. Zu groß scheint den Behörden immer noch das Risiko. Das Mercedes-Benz-Museum. Wir sind hier auch am Schauen, können wir eine Flugtaxistrecke vom Flughafen hier in den Kessel runter machen. Also wir scheuen uns nicht zu sagen, wir können auch in Deutschland relativ früh sowas machen. Und das wollen wir auch. Wir sind ja hier, wir entwickeln hier vor der eigenen Haustüre. Keine schlechten Aussichten. Es muss nicht sein, dass die erste wirkliche kommerzielle Strecke in Singapur oder Dubai ist. Vielleicht parallel im gleichen Jahr, auch in Stuttgart. Also kann ich jetzt nicht sagen, aber das könnte auch möglich sein. Bleibt die Frage, würden Sie mitfliegen? Ja, das würde ich. Natürlich liegt noch ein bisschen Entwicklungszeit da dazwischen. Aber heute war ein historischer Tag. Das war der erste öffentliche Flug hier in Europa. Und das, denke ich, ist ein Startschuss. Und wenn es dann soweit ist, dann setze ich mich auch rein. Vorsicht ist schon die Mutter der Porzellankiste, das weiß man. Ja. Muss sehen, sobald was passiert bei einer neuen Technologie, gibt es sofort eine Delle. Ja, darum gehen wir da schon den richtigen Weg, mit Bedachtes machen, aber auch nicht denken, wir hätten alle Zeit der Welt. Da muss man den richtigen Weg finden, also mutig voran, aber auch mit Besonnenheit. Letzter Akt in Singapur. Der Regen macht eine kurze Pause. Aber dürfen die Flugpioniere abheben? Die geladenen Gäste trauen sich ins Freie. Also wir haben jetzt genau 5 Minuten, bevor wir fliegen, die Clearance bekommen. Das heißt, wir sind auch mit dem Tower verbunden vom großen Verkehrsflughafen. Und die mussten auch noch die Freigabe geben. Das heißt, die Freigabe haben wir jetzt auch bekommen. Das heißt, jetzt können wir nach Zeitplan gleich starten. Nee, bin aber sehr froh, dass das jetzt klappt. Sie starten weit weg, am anderen Ende der Bucht. Nur da hatten die Behörden das Abheben genehmigt. Er fliegt. Schöner Start, sehr dynamisch. Natürlich sehr elegant und stabil. Fliegt er zur Landung hin. Und also ich vermute, dass es ja, wenn er gelandet ist, keine 10 Minuten gehen, dann fängt es an zu regnen. Die Idee begeistert, auch hier in Singapur. Mut wird manchmal eben belohnt. Die Vision nimmt Form an. Na dann, mutig voran, wer keine Höhenangst hat. Auf in die schöne neue Flugtaxi-Zukunft. Den Volocopter bedienen kann, glaube ich, jeder intuitiv sofort. Wir wollen aber das als Dienstleistung anbieten. Das heißt, entweder fliegt es autonom oder es ist ein kommerzieller Pilot an Bord, der das Gerät fliegt. Und das heißt, derjenige, der mitfliegt, der muss eigentlich gar nichts machen. Insofern braucht er es auch nicht bedienen können. Bleibt als letzte Frage: Wann ist es endlich soweit, dass wir alle mit Flugtaxis rumfliegen können? Also ich werde nicht aufhören mit diesem Thema, bis nicht mindestens mal in 10 Megacities dieser Welt irgendwelche Flugtaxis fliegen. Vielleicht ist es also schon in ein paar Jahren soweit. Die Volocopter-Gründer Alexander Zosel und Stefan Wolf sind sich jedenfalls sicher, sie werden es noch erleben, dass ihre Vision Wirklichkeit wird.